Willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Blasphemous. Und wir haben jetzt die Tres Angostias letzte Folge gekillt und haben, ja, eine Quest in Gegenstand bekommen. Und jetzt werden wir einfach mal, naja, hier rechts rausrennen. Und gucken, was das Spiel uns noch so verbirgt. Also, die Bosskämpfe sind schon ziemlich cool. Oh, hier steht schon der... You have carried out the first humiliation of penance. You have been allowed to meet the visage of contrition. You have yet to prostrate before two last holy visages. Sorrowful be the heart, penitent one. Sorrowful be. Okay. Gut, haben wir gemacht. Zack. Entweihte Zisterne. Gehen wir kurz hier raus. Gucken auf die Karte. Bevor wir da reingehen, also gehen wir schon nach oben irgendwie. Aber erstmal will ich hier gucken, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Wer ist sie denn? Oh. Blutiges Etwas. Blessed are the eyes that with devotion see my tormented heart. Let the ones who are joyful in affliction and fasting come to me, for they are pleasant penance. Six stinging pains lance my flowery breast. Take the first one and purge one of your six mortal stains of the soul. Okay. Maximal Gesundheit wurde erhöht. Ah, cool. Gut zu wissen. Gut, dass wir hier längs gelaufen sind. Nur so nebenbei. Ja, gut. Jetzt können wir nach oben gehen. Alter, war irgendwas. Kann ich mal nicht. Das müssen wir noch holen. Warte, müssen wir mal wieder. Kann ich wieder mit runterfahren? Oh, ich hoffe. Das kotze ich. Also, ich fahre nochmal kurz runter. Da war doch irgendwas, oder? Ich rausspringen kann ich wahrscheinlich nicht, aber da war eine Kugel, habe ich gesehen. Da kommen wir nicht einfach so ran, ne? Na gut. Schade. Keine Ahnung, wie wir da rankommen sollen. Wahrscheinlich gibt es vielleicht irgendwas, wo wir nachher später höher springen können. Ich weiß es nicht. Egal. Jetzt aber hier weiter. Ach so, jetzt sind wir wieder da, okay. Richtig von hier. Yes. Gut. Ach, schlimm, kommen wir auch nicht so leicht durch, ne? So, raus aus der Zisterne. Suchen wir mal den nächsten Boss. Mal kurz gucken, welchen Weg wir. Okay, wir können hier nach rechts weitergehen. Wir können auch nach links weitergehen. Wir gehen mal rechts weiter, da haben wir noch nicht alles erforscht. Ja, das war das. Okay, jetzt weiß ich wieder, warum ich da nicht längs gelaufen bin. Nein! Oh, shit! Ganz im Ernst? Das war der Ernst? Scheiße. Ja, sollen wir ganz hier hinten anfangen? So. Swish. Warte, ich hätte mal da runterhüpfen sollen. Weiß, ob da nicht irgendwas ist. Na gut. Hier müssen wir schon vorsichtiger sein. Sonst fliegen wir nur noch in die Luft. Kann man sich schützen mit den Blocken vor denen vielleicht? Probier's mal. Ich kann es mir nicht vorstellen beinahe, aber wir gucken mal. Ich kann auf jeden Fall nochmal irgendwann was kaufen. Hier kommen wir nicht weiter, weil wir den Knopf da nicht drücken können. Okay.
tauchen immer wieder auf, ne? Hm. Dieses Ruckeln kommt man doch irgendwie nicht an, ey. Also wir können nach links gehen, aber da hatten wir ja auch schon einiges abgeforstet. Die Frage, wo wir hin müssen jetzt. Von da kommen wir. Also hier geht's ja auch weiter. Hier geht's auch weiter. Da kommen wir nicht durch. Da geht's nicht weiter. Wir gehen erstmal nach oben hier. Ich werde einmal kurz da hochgehen. Da kann man noch... Oder bin ich richtig? Ja, ich glaube schon. Nein! Oh. Nein! Wo ging es hier nochmal hin? Ach, zur Händlerin, ne? Okay. Nee, hier kann ich meine Dinge abgeben. Okay, das machen wir mal. Man kriegt nichts Besonderes dafür, ne? Noch nicht zumindest. Aber wenn man alles voll hat mit den Trophäen hier, kriegt man vielleicht was? Ich weiß es nicht. Kann ich mir gut vorstellen. So. Wir haben ja einiges gefunden. Das können wir doch bei diesem einen Heini auch abgeben vielleicht. Machen wir mal. Der hat auf jeden Fall auch irgendwie gesagt, wenn wir irgendwo hinkommen. War das nicht? War der hier weiter oben? Hier? Ja. Sträußchen Rosmarin geben. Merciful be, penitent one. With your contribution, the work of this brotherhood carries on. Ein Leintuch. Mit einem Leintuch machen. Ein nutzloser Fetzen, der manchmal leicht zu erzittern scheint und ein leises Summen aussendet. Das Leitzeichen von Zeitzeit unscheinbarer Objekte, unfähig, das Mirakel unter dem Mäntel. Okay. Gut, reden wir nochmal mit ihm. Guck mal, wir haben auch die Kinder, das haben wir auch noch gefunden. Merciful be, penitent one. With your contribution, the work of this brotherhood carries on. Tränen der Abbitte. Auch nochmal Tränen der Abbitte. Gut. Nein. The miracle is taking us away. One after. Nee, mehr nicht. Mal kurz die Karte gucken. Irgendwie. Genau, ist hier diesen Weg, wo man noch was. Ich muss auf jeden Fall einmal schauen, dass ich mich nochmal ein bisschen hochpushe. Okay. Wissen wir jetzt keine. Vorher konnte ich am Brunnen ja gar nichts machen. Jetzt geht's. Rutsche ich hier? Nee. Sieht aus wie Eis, oder? Lauf mal hier längs. This place is another dream, penitent one. They believe me a saint worthy of devotions, and the only thing I granted to their prayers was the saltpeter that runs through the Stark land and rises through our bodies. The punishment of the miracle for the false idol is to grant them false holiness. Do not try to obtain my name, for it is also covered in salt. Bring me anything that can be blessed, so you might crush this fate of mine and let me cross to the other side of this false dream. Oh, was können wir ihnen bringen? Ein Leintuch? Okay. Behold the linen cloth that soaks the sweat of fevers, of thoughts, of dreamt sins. A tool that obtains secret and forbidden confessions, even from those who already departed to the other side of the dream. In the name of the High Wills, I bless this relic. Watch over it, for it is now pure and sacred. Okay. Leintuch der geträumten Sünden. Gucken wir das mal an. Ach, guck mal hier. Gelbliches Leinen, Zeuge fiebriger Bekenntnisse, im Gegenwart gequälter Sinne zittert es immer noch. So kann man jenen lauschen, die nicht länger sprechen können. Ah, okay. Oh, das hat mir doch jemand geschrieben hier.
unten in den Kommentaren. Rüsten wir das mal aus. Dann können wir hören, wenn Leute tot sind und hören, was sie sagen. Gut. Bring me anything. Mehr haben wir nicht. Gut. Wham. Oh, hier weiterlaufen? Ja. Okay. Ja, es hat schon viele Geheimnisse, das Spiel, ne? Muss man sagen. So, müssen wir in die Richtung. Die können wir speichern. Sollten wir vielleicht mal tun. Inventar. Wo war es das? Oh, jetzt ist Heiligen. Und wann kriegen wir denn hier mal mehr Platz? Wann können wir den Rosenkranz da mal erhöhen? Mea culpa. Heilige Technik. Am Mea culpa-Altar können wir vielleicht... Ja, okay, müssen wir mal gucken, was wir den nochmal finden, den Schrein. Ja, da unten nicht? Da rennen wir mal hin. Super. Also wenn er ab und zu hier ein bisschen planlos rumläuft, dann liegt es einfach daran, weil ich auch echt viele Sachen immer vergesse. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Was ist hier? So. Wiederholt drücken. Da war das schon freigeschaltet. Wäre dann im Fallen. Nutzt die Fallen hier aus großer Höhe für den Steuer. Okay, das haben wir schon gemacht. Der Büßer nutzt den Ausweichschwung. Das haben wir auch. Das haben wir ja schon freigeschaltet. Aber wir haben noch immer. Uns fehlt noch ein Punkt, um weitermachen zu können. Und hier können wir leider nicht durch. Gut. Also dann, ja. Guck mal, versuchen wir nochmal die gute Kaufmannsfrau zu finden. Betpol, Schuld, Noten, Kaudereise, Mea culpa, Altar. Hm. Reisen kann man leider nicht, ne? Also. Reisen. Brücke der drei Kalvarien. Wo die Olivenbäume. Also, wir müssen uns ja irgendwie entscheiden, wo wir jetzt hinwollen. Die Frage, ob wir nicht diesen Weg hier nehmen. Oder mit denen kommen wir ja nicht weiter. Gut, dann nehmen wir diesen Weg hier. Geht's nach oben? Oder hier? Geht's mal hier raus? Was war denn hier nochmal drin? Ich vergesse auch so viel. Okay, da kommen wir dahin. Und dann gehen wir nach oben. Gut, gehen wir nach oben. Gucken wir, ob wir da oben nochmal woanders hinkommen. Also, wo wir hinwollen. Dann gehen wir einen anderen Weg. Den Schalter da oben kann ich ja noch nicht bewegen. Guck mal, jetzt kann ich hier... Was sind das für kleine Gestalten, die sich oben in den Decke verbergen, zwischen den Verzierungen des Altars? Wenn ich sie rufe, schenken sie mir keine Beachtung. Sie sind umhüllt von Bändern, was den Eindruck erweckt, als würden sie durch einen unmerklichen Luftzug flattern. Manchmal höre ich sie weinen und manchmal höre ich sie lachen. Wer seid ihr? Ihr Kreaturen göttlicher Gnade. Da fällt mal ein bisschen mehr, von der Geschichte hier. Ist auch nicht schlecht. Grab sieht aus, ob wir das irgendwann benutzen können. Genau, hier geht's länger und dann müssen wir. Können auch nach unten gehen. Hier kommen wir nicht so einfach rüber, ne? Von der anderen Seite rüber. Sünden, da gesagt hat, Typ, den wir killen könnten. Dann kriegen wir dieses Ding da hinten. Wollen wir mal gucken, was es ist? Kann ich hier runterrutschen? Nee. Wir können mal gucken, was es ist. Ich weiß gar nicht, was er da hat. Vielleicht bin ich ja jetzt ein bisschen stärker, dass ich den auch mal besiegen kann. So, jetzt mal kurz gucken. Wir müssen. Da geht's runter.
Oh, warte. Mann, wie ging es denn da nochmal runter? Wie kommen wir denn nochmal zu dem hin? Ist er echt einmal ganz weit oben rum? Oh. Ich will diesen Typen dann mal besiegen. Versuchen zu besiegen zumindest. Wenn man das kann. Oh. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Weiß es nicht. So, stimmt. So. So schwer war der ja gar nicht. Muss nur wissen, wie, ne? Zäpfchen der Verkündung. Wer das Zäpfchen ausgerüstet hat, habt ihr die Chance, Tränen der Abbitte zu erhalten, wenn ihr ein Objekt zerstört. Was haben wir jetzt drin? Schädel eines Vogels zu einer Zwingeburt. Seine Zerrüchtigkeit stärkt die Verteilung des Büßers. Okay. Was war das? Gute Gabelech, die Wald der Heiligen kann bei der Zerstörung von Objekten gesunder widerstehen. Ja, wir müssen mal gucken, was uns wichtig ist. Warte, wir schalten den mal frei hier. Wie weit er jetzt rüberkommt. Aber da wollen wir gar nicht hin. Wir gehen wieder hier zurück. Längs, das zu. Wo ging es hier längs? Ich weiß nicht, warte mal. Müssen wir nach unten. Da können wir nicht runter, das ist dieser Weg da, ne? Das ist noch zu. Wo geht's hier längs? Ich weiß es nicht mehr. Hm. Das ist die Frage, wo wir hin sollen, ne? Ich würde sagen, wenn wir hier ganz nach rechts gehen, dann kommen wir diesen Weg da. Macht am meisten Sinn, würde ich sagen. Nerven einfach die Viecher. So. Ah. Mal kurz mal auf die Karte gucken. Also wir können oben längs oder wir können unten längs. Hier müssen wir unten längs gehen. Irgendwo muss es ja weitergehen, ne? Oh nein! Oh. Oh, kurz an. Na komm her. Oh, ein bisschen Leben verloren hier. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, wo es hier hinging. Wir gehen nochmal rein. Doch! Ah! Na, zu spät. Hier brauchen wir eigentlich nicht längs. Denn das kennen wir ja schon, ne? Also gehen wir zurück.
Ja, ab und zu. Sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oh, alter Schwede. Sind auch enge Kisten hier. So. Halt. Ja, hier gehen wir durch. Und das ist noch so ein Heini. Ich glaube, ich stelle mich mal kurz. Vielleicht können wir den ja nochmal killen da unten. Ja, ja, das war aber eine enge Kiste. Ich glaube, hier gibt's gar nichts, oder? Echt nur den Typen killen, mehr nicht. Ich habe natürlich mein ganzes Leben verwirkt hier halbwegs. Wenn wir jetzt sterben, wäre natürlich sehr ärgerlich. Ist hier irgendwie so ein... Da ist noch so ein Schrein da unten. Wir gehen jetzt mal weiter. Ärgerlich ist es auf jeden Fall. Kann man hier irgendwie nicht so irgendwo beamen? Ach, guck mal, hier gibt es irgendwo, wo man beamen kann vielleicht? Wäre ich auch nicht schlecht. Was gibt's hier wahrscheinlich gar nicht, ne? So, wir gehen jetzt mal hier weiter. Here lies the on it, for the art of the hist find the holy visit, for fickle are the wishes of them. War letztes Mal schon geredet? Hm. Das ist also nicht der richtige Weg. Behaupte ich mal. Da kann ich hier mein Dings benutzen. Ich glaube nicht. Oh. Here lies the door on it. For the art of these images to be worked, his sculpted holiness watches us, rigid. Find the holy visages, for fickle are the wishes of. Okay, also doch noch einen ganz anderen Weg gehen. Gut. Was machen wir? Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal da hinten links hoch, gucken, ob wir da irgendwo hinkommen. Und ja, hoffe ich irgendwie. So, also ich werde jetzt hier oben, ich kann es mal kurz zeigen, ich werde jetzt mal hier hinlaufen. Mal gucken, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Weil woanders geht es gerade nicht weiter. Glaube ich. Oder meinst du, wir können auch hier noch weiterkommen? Weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier geht's weiter. Irgendwie hier. Wir suchen es mal. Ist ja viel mit Erforschen, Durchforschen hier, ne? Oh. Was ist denn zu killen hier? So. Links.
So, hier bin ich aber schon mal längs gelaufen, was echt ätzend war. Deswegen oben rum. Da haben wir ja schon die Sachen geholt, da brauchen wir nicht mal längs laufen. Wo die Olivenbäume verdorren. Wo speichern wir hier? Keine Antwort. Gut. Das Wackeln, ne? Oh nein! Bin ich hier da runtergesprungen, ne? Wie blöd. Na gut, ich glaube, ich muss auch erstmal wieder klarkommen. So, wir machen beim nächsten Mal weiter hier. Jetzt bin ich gerade tot, aber wir sind ja auf dem richtigen Weg. Also von daher, bis dahin. Tschüss.